So, herzlich willkommen zu Projectcast 3. Wir fahren jetzt im Road E Finale, die Road E World Series. Gucken wir mal mit welcher Kiste. Der ist tatsächlich leistungstechnisch mein stärkster. Fangen wir mit dem Kollegen hier. Auf geht's. So, auf geht's, Italien. Mugello. Remember, you can't win the race in turn one, but you can lose it there. Be careful, watch your spacing. Great pass, that's seventh place, keep it up. Oh. Das war jetzt natürlich doof. So, eine Kurve fällt noch, dann haben wir alle Kurven gemeistert. Final lap. Dank if you have the space, just ease off slightly and bring the car home. Dank des Fortschrittssystems müssen wir leider schauen, dass wir möglichst viele Erfahrungspunkte zusammenkriegen.
weil immer erst, wenn man so einen Block fertig macht, geht man ja die ganze Zeit rein, Kollege. Immer nur, wenn man so einen Block voll macht, mit Erfahrungspunkten, den man dann gleich sieht, kriegt man nämlich Kohle. Das hat gar nichts mit Renngewinn zu tun. Aber es geht tatsächlich nur um die Erfahrung. Was natürlich auf Dauer ein bisschen zäh werden kann, weil man hier dann ganz stupide nicht seine Linie oder sowas fangen kann, sondern man muss halt wirklich das machen, was das Spiel vorgibt. Alle Achtung, was ich meine, muss jetzt gleich kommen. Zwar hier diese Pfeile da, aber diese weißen. Nur wenn ich die voll kriege, kriege ich Kohle. Finde ich komplett ein Gramm. So, Oschers Leben B-Kurs. Typisch deutsches Wetter, oder was? Okay, so schlimm ist es nicht. Great work. That was a great start. Keep it going.
Last lap and looking good for the win. Just keep it clean and tidy. Fantastic. Great win. You nailed it today. Brilliant driving. Hat zum Beispiel so einen Punkt mehr gekriegt und zack, was los. So, und ja, am Schluss hätten wir noch den Texas Motor Speedway Road Course. Auf geht's. Gucken wir mal ins Finale, hoffen wir, dass wir noch genügend Erfahrungspunkte zusammenkriegen, weil es geht nämlich tatsächlich nicht ums Rennen gewinnen, so blöd wie es anhört, sondern um Erfahrungspunkte. Gut, fürs Rennen gewinnen kriegt man mehr Erfahrungspunkte und wenn an dieser Balken vorbei ist, kriegt man Kohle. Für Erfahrungspunkte kann man sich blöderweise keine neuen Fahrzeuge kaufen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein definitiver Minuspunkt. Weil das ist ja grindlastig as fuck. Zumindest in der Karriere, wo du dann halt noch zusätzlich rein grinden musst bei einem Racing Game. Absolut nicht zufrieden damit.
Let's bring it home. You can do this. You did it. Your first career championship. Congratulations, mate. Ja. Top job. Erster Championship. Mhm. Standardansage, wa? Kriegen wir keine Kohle, weil wir das Signal erreicht haben. Wir haben 30.000, die Karriere geht nicht weiter. So, wenn ich jetzt Road D fahren will, was muss ich denn da für Autos hinblechen? 46.000, 54, 57. Wird auf Fahrerlevel 3 freigeschaltet, ihr Brustballzeit. 4, 3, 40.000, über 50, 41.000, 51. Ja, da fehlt noch ein bisschen Kohle, wa? So, wir können jetzt natürlich das Grinden hier anfangen. Fangen wir mal das Rennen hier an. Die Ladezeiten sind aber auch mal wieder aus der Hölle. So. Fahren wir eben nochmal den hier. Keep an eye on the lights. Control the wheel spin and let's nail this start. Sieben Kurven gewinne das Rennen so heute. Dann schauen wir doch mal, ob wir das hinkriegen. Zwei Runden allerdings bloß Zeit.
driving, that's third place. So, solange das die KI vor dir ist, kann sie nicht den Scheiß machen. Man hat gar keine andere Wahl, diese Zusatzziele zu machen. Also sonst nicht genügend Erfahrungspunkte zum kriegst du da lag dran. Und Erfahrungspunkte kriegst du am Schluss nicht genug Kohle. Also. Allerdings lohnt es sich auch weitere Kurven zu meistern, weil es gibt wieder Zusatzerfahrungspunkte da oben in unserer Leiste. Und mehr Erfahrungspunkte ist gleich, ne? Höhere Chance auf mehr Kohle. This is the final lap. Just keep it smooth. Congratulations, you won it by a mile. Great driving. Wenn so weitergeht, können wir direkt unseren Nissan hier aufpatschen auf Road D und können damit fahren. Das ist nämlich das günstigere. Mittlerweile 10% Rabatt auf Upgrades. Das könnte man eigentlich sogar bringen. Great. Werkstatt. Ups.
Wir werden den jetzt auf Maximum Stufe D pushen. Und gehen jetzt mit dem tatsächlich in Road D rein. Ja, jetzt können wir nämlich mit dem Road D fahren. So, das machen wir allerdings erst in der nächsten. In der nächsten Folge. Schauen wir, was es hier gibt. Was kann es hier nicht geben? Ne, Hersteller fahren wollen wir keine. So, 3, 4, 5, 6, 7. Haut hin. Andere Richtung. Zeit, dass wir das mal hier anpassen. Wenn wir den jetzt schon länger fahren, dann. Alter. Hä? Bin ich jetzt doof? Das dachte ich schon. Ja. Reifen. Komm mal hin, guck, Reifen. Ja, gut, das machen wir dann, wie gesagt, in der nächsten Folge. Machen wir uns hier Road D voran. Machen hier die Hot Lab und schauen wir mal, was alles reingeht in die Folge. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge.